Die letzte Sendung vor der Sommerpause und für eine Person ist das eine ganz besondere Sendung, denn es ist die letzte Sendung innerhalb des FSJs. Es kommt zu einem Schichtwechsel. Für ein Jahr ist man hier bei uns im offenen Kanal Worms aktiv und übernimmt jede Menge Aufgaben. Wir möchten mit der Viktoria, unserer aktuellen FSJlerin, darauf zurückblicken und wir möchten Ihnen, meine Damen und Herren, auch gleich den designierten neuen FSJler vorstellen. Ich begrüße ganz herzlich bei mir an meiner Seite Viktoria, schön, dass du da bist, und auch Max, schön, dass du da bist. Viktoria, zu dir, heute ist ja Anführungszeichen deine letzte Sendung. Kommst du schon darauf klar, dass jetzt ein Jahr zu Ende geht? Ja, ich weiß gar nicht, was ich da dazu sagen soll. Also irgendwie ist das Jahr richtig schnell vorübergegangen, aber irgendwie auch nicht. Und ich weiß noch nicht, was ich davon denken soll. Was sind denn so deine ersten Gefühle? Ist das jetzt so hier anstrengend, Freunde gewonnen? Was sind so deine Assoziationen, wenn du an dieses Jahr denkst? Also es ist sehr viel, sehr, sehr, sehr viel passiert in diesem Jahr. Ich habe sehr viele neue Sachen kennengelernt, sehr viele auch neue Leute kennengelernt und auch ganz verschiedene Sachen gemacht, die ich davor noch nicht gemacht habe. Also ich habe auf jeden Fall sehr viel in diesem Jahr gelernt. Was hast du denn alles gelernt? Was hast du denn alles für neue Sachen gemacht? Also alles, was zum Thema Fernsehen eigentlich gehört. Also ich habe ja davor eigentlich gar keine wirkliche Erfahrung damit gehabt. Ich habe hier alles neu kennengelernt, wie man mit Kameras umgeht, wie man Beiträge schneidet, wie man auch Beiträge plant, wie man zu der Idee kommt und alles, was da so drumherum dazu gehört. Springen wir doch mal zu Max. Max, du hast gehört so ein bisschen, was die Viktoria alles gemacht hat. Warum hast du dich für ein FSJ hier beworben und warum hast du dich hier dafür entschieden? Im Endeffekt aus genau den Gründen, die sie gerade genannt hat, eben weil es mich interessiert, was die Handarbeit dahinter ist. Also Film und so weiter hat mich früher schon immer interessiert, aber jetzt wirklich mal die Möglichkeit haben, das Ganze in der Praxis zu erfahren und wirklich auch mal zu sehen, wie es auch in einem wirklich funktionierenden Betrieb, in Anführungszeichen, tagtäglich ablaufen kann und wie allgemein die Strukturen und die Organisation überhaupt funktioniert. Weil das ist was man als Normaler ja eigentlich nicht mitbekommt, wenn man nicht in der Branche irgendwoher mal das gesehen hat. Aber ein bisschen Erfahrung bringst du mit, denn du bist beim Theater aktiv, wenn ich das richtig rausgehört habe. Im Endeffekt habe ich von 14, 15 bis 19 Theater gespielt bei uns, eben in der Schultheater AG, habe dann später bei uns ins Laientheater gewechselt in Backnang, das Bandhaus. Und im Endeffekt da haben wir halt so die ersten Erfahrungen gesammelt. Sehr viele meiner Freunde waren eben schon immer in der Bühnentechnik, waren im Bandhaus aktiv, waren im Bürgerhaus aktiv. Und man kennt eben auch aus Stuttgart, aus der Theaterszene, diese ganze Produktion. Und das hat mich halt schon immer fasziniert. Aber der Schritt dahin zu gehen, tatsächlich das zu studieren oder sowas, ist ein Schritt, den man sehr, sehr schwer tun kann, nur in Deutschland. Und deswegen bin ich überhaupt froh, dass es solche Möglichkeiten wie ein FSJ hier gibt. Das heißt, du bist ein bisschen mehr für die technische Seite affin. Viktoria, was waren denn die Aspekte, die dir am meisten Spaß gemacht haben? War es vor der Kamera? War es das Organisatorische? Was war es das Technische? Also das Technische muss ich sagen, gar nicht. Ich glaube, mir hat am meisten Spaß gemacht, so die Sachen zu planen und sie dann auch umzusetzen. Und allgemein so dieses Gefühl, wenn man irgendetwas geplant hat und richtig viel Mühe sich dabei auch gegeben hat und richtig viel Zeit investiert hat. Und wenn man dann am Ende so dieses Endergebnis sieht und dann auch vielleicht vom einen oder anderen was Positives zurückhört, dann das ist schon ein mega cooles Gefühl. Wie ging es denn für dich los vor einem Jahr? Wie waren so die ersten Eindrücke, als du hier ankamst? Was hat sich so verändert über dieses Jahr? Also ich war am Anfang sehr überfordert, weil, wie gesagt, also ich kannte das alles noch nicht. Ich hatte auch keine Erfahrung. Und es hat sich halt einfach in dem Fall geändert. Ich weiß jetzt, wie die Sachen hier laufen. Ich weiß, was ich zu tun habe, wie ich das zu tun habe. Und jetzt läuft das alles auch viel einfacher und viel flüssiger. Was hast du denn für Ziele, Max, für dein FSJ? Was möchtest du alles machen? Was möchtest du lernen? Im Endeffekt natürlich grundsätzlich, was die Technik angeht. Mich interessiert es vielleicht ein bisschen mehr wie dich, aber auch allgemein, was natürlich die Gestaltung angeht. Also auch wirklich vielleicht auch diesen Kunstaspekt in Anführungszeichen, der aber natürlich bei Film immer dazugehört und den ich halt einfach persönlich sehr, sehr toll finde und mich sehr dafür interessiere, weil Filme sind einfach was, womit ich aufgewachsen bin, womit wir eigentlich alle aufgewachsen sind. Und wirklich auch den Aspekt, was dahinter steckt und wieso bestimmte Sachen so und so gemacht werden, ist halt das, was mich besonders fasziniert. Was ganz traditionell bei uns ist, was die FSJler machen, das ist der Adventskalender. Das ist ein ganz, ganz großes Projekt. Das ist jede Menge Arbeit. Viktoria, kannst du dem Max ein bisschen beschreiben, was da auf ihn zukommt?
Ja, also jeder macht einen Adventskalender. Und da, der besteht praktisch einfach nur aus 24 Türchen. Und diese Türchen sind halt Videobeiträge. Und da kannst du eigentlich machen, was du möchtest, sozusagen. Es sollte halt vielleicht irgendwas mit Weihnachten zu tun haben. Das wäre vielleicht ganz gut. Aber so den einzigen Rat, den ich dir geben kann, ist, fang früh genug an. Fang wie kommst du diesem genug Rat? An. Wie viel Arbeit steckt denn dahin? Sehr viel. Also ich habe angefangen Ende Oktober mit der Planung ungefähr. Geht's los, also in Reminder, im Dezember geht es los als Reminder, wann der Adventskalender geht's los. Ich habe Ende Oktober damit angefangen. Das war schon sehr knapp. Also da saß ich dann wirklich von morgens bis abends hier oder war draußen unterwegs mit dem Drehen und dann noch hierher schnell schneiden und alles. Deswegen früh genug anfangen, vor allem mit dem Drehen anfangen. Das ist ganz wichtig. Aber du hast natürlich nicht nur den Adventskalender gemacht. Der OK ist jetzt auch Richtung Podcast unterwegs. Du hast einen Podcast gestartet. Ja, das ist richtig. Mein Podcast heißt Wurm sagt Keller. Wovon handelt der? Also, das Grundkonzept ist eigentlich einfach nur, dass man über ganz verschiedene Themen redet und dann halt guckt, wie man von einem Thema vielleicht zum anderen Thema kommt. Und es ist eigentlich nur eine Quatschshow. Es ist eine Quatschshow und ja. Du machst das zusammen mit dem FSJler aus Speyer. Aus Speyer. Wie ist denn das so für alle Leute, die kein FSJ gemacht haben? Es gibt natürlich noch mehr FSJler im FSJ-Kultur, was hier ja ein FSJ-Kultur ist. Wie ist denn so der Austausch untereinander? Wie geht das jetzt auch gerade jetzt im Hinblick auf Corona? Denn es ist ja so, dass FSJler neben der Arbeit hier auch natürlich noch andere Aktionen machen. Ja, also ich hatte das Glück, ganz am Anfang, an meinem ersten Arbeitstag sogar, haben wir uns direkt mit dem FSJler aus Speyer getroffen. Das heißt, da kam so schon so ein bisschen die Connection. Und unser erstes Projekt war auch mit dem aus Speyer und der FSJlerin aus Landau. Und da wurde man so ein bisschen zusammengedrückt und ich bin da eigentlich auch echt ganz froh drüber, weil man hier ja als einziger FSJler dann vielleicht ab und zu mal etwas alleine sein kann. Und es hilft dann auf jeden Fall zu wissen, dass es noch jemand anderen gibt, der einem dann auch helfen kann und der dann auch immer Zeit hat. Was waren denn so die Highlights, die ihr gemeinsam gemacht habt? Oh je, der Adventskalender, glaube ich. Das Beste war, glaube ich, dieses Quiz, das wir auf der Straße gemacht haben. Da sind wir nämlich, wir standen ganz lange draußen und es war übel kalt. Und dann haben wir einmal so zwei Sänger gefunden und die haben sich tatsächlich hingestellt und haben über 2 Stunden mit uns dieses Quiz gemacht. Also wir hatten danach Aufnahmen, ich glaube, von wirklich 2,5 Stunden oder so. Das hat mega viel Spaß gemacht. Max, wie kam es dazu, dass du dich für ein FSJ entschieden hast? Im Endeffekt eigentlich, weil ich nach dem Abitur nie irgendwas in die Richtung gemacht habe. Ich bin direkt ins Studium eigentlich gegangen. Hast du studiert, wenn ich fragen darf? Im Endeffekt habe ich 4 Semester Germanistik und Geschichte studiert in Heidelberg. Mir hat aber während Corona auch tatsächlich natürlich sehr vielen Leuten klar geworden, was so stimmt, was nicht so stimmt. Und ich persönlich habe für mich festgestellt, dass direkt praktisch von der Schule in die weitergehende Schule praktisch zu gehen, für mich persönlich einfach nicht unbedingt die beste Entscheidung ist, weil man eben dann doch eher praxisveranlagt ist und weil das mir auch wirklich am meisten Spaß macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Hast du irgendwelche Vorbilder, wo du sagst, daran orientiere ich mich, wenn es um filmische Sachen geht oder auf die Technik? Im Endeffekt gibt es tatsächlich so ein paar Sachen, die man halt als Kind oder als Jugendlicher immer mit denen man aufgewachsen ist. Ich meine, wir sind ja die Generation, die mit YouTube aufgewachsen ist. Was ich früher immer natürlich sehr, sehr spannend war im Endeffekt das, was jetzt heute die Funke Mediengruppe ist, was sie in Berlin machen. Es gibt da zum Beispiel, mittlerweile ist es die Schattenwolf GmbH, früher war es die Filmfabrik zum Beispiel. Und das sind alles so Dinge, die hat man angeschaut und man hat sich dafür interessiert, wie funktioniert das. Man hat erfahren, wie überhaupt Filme gemacht werden, was gut daran sein kann, was schlecht daran sein kann. Und das war im Endeffekt immer dieses, was mich halt gereizt hat. Vor allem, wenn es darum geht, dass Film halt auch wirklich was Besonderes sein kann und nicht nur, dass es darum geht, dass man halt massentaugliche Unterhaltung produziert. Vor allem hier im OK ist ja die Themenvielfalt riesig. Man kommt in Kontakt mit den verschiedensten Generationen von ganz jung bis auch ins hohe Rentenalter. Victoria, wie hast du das erlebt, diesen Austausch an Generationen? Was hast du da mitgenommen? Was hast du dabei gelernt? Also
Bist du mit neuen Inhalten in Kontakt gekommen beispielsweise? Also mir ist aufgefallen, dass jeder so seine Richtung hat. Also ich habe so das Gefühl, jede Altersgruppe hat dann auch so ein bisschen was, was er bevorzugt. Kannst du das ein bisschen einschränken, also sagen kann, also heißt es dann hier, wie meinst du das? Also zum Beispiel die ältere Generation, sage ich jetzt mal, die sind so da, die machen gerne diese Interviews, die sind auch gerne auf der Straße unterwegs, machen Interviews oder halt so Aufzeichnungen, Reportagen. Dann du zum Beispiel, du hast ja auch eine Gameshow. Ja, machen wir auch hier. Du hattest zum Beispiel eine Gameshow, die ältere Generation zum Beispiel nicht gemacht hat. Solche Sachen zum Beispiel, dass auch jeder eine andere Meinung zu bestimmten Dingen hat, die produziert werden, dass nicht jeder alles super toll findet, was hier produziert wird, was ja auch was Gutes ist. Und also es kommen sehr viele Meinungen zusammen und das finde ich eigentlich ganz cool. Es gibt ja viele, viele Ereignisse, die wegen Corona jetzt nicht stattgefunden haben. Normalerweise gibt es das Backfischfest. Du hast das jetzt hier in Worms nicht erlebt und hier ist man natürlich auch beim Backfischfest immer wieder da. Gibt es Sachen manchmal, wo du drüber legst, ach, wäre kein Corona gewesen. Ich ärgere mich jetzt so ein bisschen innerlich, dass ich jetzt das Pech hatte, dass ich jetzt das FSJ während Corona machen musste? Ich glaube, dadurch, dass ich davor nichts von offenen Kanälen gewusst habe und auch allgemein nicht hier aus der Gegend bin, weiß ich nicht, was hier normalerweise los ist. Deswegen habe ich, glaube ich, auch nicht wirklich viel verpasst, weil ich nicht weiß, was hätte sonst sein können. Das kann jetzt was Gutes oder was Schlechtes sein. Also ich weiß jetzt auch nicht. Max, wie bist du auf die offenen Kanäle aufmerksam geworden? Im Endeffekt eigentlich, weil eine Freundin von mir auch ein FSJ-Kultur gemacht hat in Ludwigshafen, aber sich halt eher für die Theater und für das Jazzfestival und so weiter interessiert hat. Und weil sie mir im Endeffekt empfohlen hat, mich einfach zu bewerben in Ludwigshafen, vor allem, weil ich auch ein bisschen zu spät war, tatsächlich, muss man ganz klar sagen. Und deswegen wurde ich da einfach weiterempfohlen, weil der eigentliche FSJ-Platz, auf dem ich mich am Anfang beworben habe, war eben schon voll. Aber im Endeffekt wurde halt gesagt, hier, wo wir haben... Am Kultur- und Medienzentrum. Also direkt in Ludwigshafen. Ja, genau. Und da war eben irgendwann die Weiterleitung praktisch. Ja, okay, da klappt es leider nicht, aber vielleicht hast du daran Interesse. Und das habe ich natürlich gerne wahrgenommen, weil ich meine, es ist ja genau das, was ich eigentlich machen wollte. Und es freut mich natürlich auch, dass es dann trotzdem funktioniert hat. Also ich hatte ehrlich gesagt auch nicht unbedingt damit gerechnet gehabt. Aber deswegen ist es ja jetzt umso schöner. Wie wirst du es machen? Wirst du hier nach Worms ziehen oder hier in die Umgebung? Weil es ist ja schon jede Menge Arbeit, die auf dich hier wartet. Auf jeden Fall. Aber dadurch, dass ich eigentlich immer sehr gerne auf der Autobahn bin und allgemein sehr gerne Auto fahre, ist es eigentlich für mich kein Problem, weil von Heidelberg aus fahre ich im Endeffekt eine halbe Stunde, 40 Minuten, also wenn jetzt, wie jetzt gerade, totales Verkehrschaos ist. Und das ist dann im Endeffekt eigentlich genauso weit, wie ich für jeden anderen Aufgabe, Schule, Job und so weiter immer gefahren bin. Deswegen ist das auch gut, damit zu vereinbaren. Stichwort Autobahn. Viktoria, man kommt von der Autobahn überall hin. Für dich ist das FSJ jetzt langsam zu Ende. Was sind denn deine Pläne für das FSJ danach, also für das nach FSJ, für das Post-FSJ. Mhm. Was sind deine Pläne? Was hast du vor? Also ich ziehe erstmal nach Hause. Ich habe mich auch bei einer Uni schon beworben. Darf ich fragen, wo? In Tübingen. In Tübingen? In Tübingen, ja. Aber ja, erstmal nach Hause ziehen. Ich hoffe, dass ich da angenommen werde. Was ist das für ein Studiengang? Hat das was mit Medien zu tun? Jein, also sehr indirekt. Also es was ist es denn? Amerika-Studien, also American Studies. Und, also Englisch. Ja, Englisch. Und es hat sowas, so ein Wahlfach und da würde ich dann Medien wählen. Also sehr indirekt hat es schon was mit Medien zu tun, aber jetzt nicht so. Und ein bisschen Plan B, falls das nicht klappt. Alles auf eine Karte und alles hoffen, auf eine Karte, dass das klappt. Ja. Was ist denn so, zusammenfassend, was war denn das Schönste, was du hier erlebt hast? Was nimmst du hier mit? Und kannst du vielleicht auch einen Tipp an den Max geben? Was soll er unbedingt in seinem FSJ machen, so als Tipp, als Abschluss? Also das Schönste, auch wenn es sehr anstrengend war, war das Drehen für den Adventskalender, weil es hat doch sehr viel Spaß gemacht. Und was kann ich dir mitgeben? Plane frühzeitig, mach nicht alles auf den letzten Drücker wie ich. Und such dir so viel Hilfe. Also mach es dir nicht schwerer, als es ist. Und wenn du dir von anderen helfen lassen kannst, dann nimm das auch wahr. Max, wir freuen uns darauf, dass du hier dann aktiv sein wirst. Und meine Damen und Herren, Sie werden bestimmt auch vielleicht mal vor der Kamera sehen. Vielleicht. Viktoria, vielen Dank, dass du hier warst, dass du ein Jahr mit uns gegangen bist. Und wir hoffen, dass wir auch dich dann vielleicht wiedersehen nach dem FSJ. Danke, dass ich hier sein durfte.
Vielen Dank an euch beide und vielen Dank an Sie, meine Damen und Herren, dass Sie uns zugehört haben und natürlich auch noch dranbleiben werden, denn es geht spannend weiter.